I'm coming home. Willkommen im Sky Kitchen Berlin, hier im Vienna Haus Andels Berlin. Heute zu Gast ein bekanntes Gesicht aus Berlin Tag und Nacht. Er spielt den Connor. Herzlich willkommen, Jakob Grün. Dankeschön. Na, du hast blaue Augen, ne? Ich habe blaue Augen. Was für eine Enttäuschung, oder? Warum? Da heißt du Grün mit Nachnamen. Ach so, ja, das wäre natürlich, das wäre der Hammer gewesen. So schade. Ja. Deine Rolle heißt Connor. Natürlich super geiler Name. Was hast du gedacht, als du gesagt hast, ey, du wirst Connor? Ich konnte es mir zuerst gar nicht vorstellen, weil Connor ist halt einfach ein absolut ungängiger Name. So. Also der einzige Connor, den ich kenne, ist McGregor. Genau. Aber irgendwie dann so mit der Zeit, so am Set wirst du dann auch nur noch Connor gerufen und so, dann irgendwann ist es dann man brüllt, normal. Ich bin Jakob. Genau. Irgendwann kommt es dann einfach aus dir raus. Irgendwann gewöhnst du dich dran. Irgendwann bist du dann halt eben auch Connor. Ans Jurastudium wolltest du dich aber nicht gewöhnen, ne? Nee, 3 Semester hat es gedauert. Wie bist du überhaupt dazu gekommen zu sagen, jetzt habe ich's? Jura? Meine komplette Familie arbeitet im sozialen Bereich. Also wirklich von Mutter bis Oma. Alle machen irgendwas Soziales. Und anhand meiner Eltern konnte ich einfach irgendwie schon sehr früh merken, wie hart der Job ist. Und auch, also dass man halt auch einfach nicht dementsprechend bezahlt wird für das, was man halt eben macht. Ja. Und dann kam für mich sehr schnell der Entschluss, okay, ich will irgendwas machen. Es war dann halt bei Jura war es dann halt irgendwie eben so, man kennt es aus dem Fernsehen, man kennt es irgendwie vom Hörensagen, Jura, verdienst du viel Geld, machst irgendwie eine gute Sache und ja. Dann, hast du dich vorher informiert oder hast du nur gesagt, geil, gib Geld, mach ich? Ganz ehrlich, ganz, ganz große Rolle hat tatsächlich Suits gespielt. Ja, super Serie. Suits, ja, super Serie, super dämlich, dass ich mich, aber so unterbewusst, weißt du, jetzt im Nachhinein kann ich das sagen, so ja, irgendwie hat das auf jeden Fall ordentlich mit reingespielt, so. Das heißt, wenn ich Big Bang Theory bewegt hätte? Ja, wäre ich jetzt wahrscheinlich Physiker geil. Oder so, ja. Und nee, dann sitzt du da? War es das Geld tatsächlich. Ja, ist doch super. Ja. Also, wenn man das als Leitmotiv haben will. Ja, genau. Und dann sitzt du da in Semester 1 und denkst, geil. Semester 2 denkst du, und Semester 3 denkst du, oh Gott, wo ist der Ausgang? Genau, Semester 3 aufgehört hat es dann, als ich dann irgendwie entscheiden musste, das Pferd wurde nach dem Kauf, ist beim Transport zwischen Stall und Transportbox umgekippt, tot. Wer trägt die Verantwortung? Und wer? Und da, ja, weiß ich nicht, da habe ich aufgehört. Oh, ein Cliffhanger. Nee, kein Witz, da bin ich rausgegangen und da war es für mich vorbei. Da wir es jetzt nicht wissen, liebe Anwälte, weil ich weiß, es schauen viele Anwälte zu, schreibt doch mal bitte in die Kommentare, wer trägt die Schuld? Ja. Oder die Kosten? Oder sag's was auch immer. Bitte, ich weiß nicht. Und wer kümmert sich um das Pferd? Du bist in Aachen geboren oder aufgewachsen, genau. Oder sogar beides? Beides, genau. Geboren und so? Aufgewachsen. Es ist schön. Also als ich raus war mit 18, war ich wirklich froh, so dass ich die Stadt nicht mehr sehen muss. Aber dann irgendwann vermisst du sie immer mehr und mehr. Und jetzt wohne ich seit 4 Jahren nicht mehr zu Hause. Und jetzt ist es echt so, alle 4 Monate mache ich dann irgendwie Karnevalsmucke an und dann habe ich Heimweh auf jeden Fall. Und welcher ist da der Top-Track? Top-Track Pirate, glaube ich. Das ist mein, genau. Oder Superjeile Zick, wenn ihr das liebe so sagt. Liebe ich, Superjeile großartig, Zick. Oder? Es geht nichts drüber. Ja. Riesenhit. Ja. Und wie ist es in Berlin zu sein? So als Mensch, nicht als Schauspieler? Zuerst gewöhnungsbedürftig tatsächlich. Aber irgendwann hast du dann einfach deinen, das ist ja in jeder Stadt so, wenn du deinen Freundeskreis aufgebaut hast, dich mit Menschen umgibst, die du magst, dann gewöhnst du dich irgendwie daran. Dann hast du auch irgendwie so deine Spots, zu denen du immer gehst und so. Und dann ist es irgendwie einfach wieder eine ganz normale Stadt, wie jeder andere auch. Nur, dass ich irgendwie an einem Sonntag sagen kann, okay, ich will jetzt Kart fahren gehen oder was auch immer. So. Also so, egal was man machen will, irgendwie kann man es so. Ja, du kannst das sogar es ganz geil. 0:52 Uhr, wenn du Durst hast, dir schnell was zu trinken kaufen. Genau. Du musst dafür nicht zur Tankstelle. Ja. Der große Berlin-Vorteil, den wir haben. Berlin Tag und Nacht ist ja mittlerweile wahrscheinlich der größte Bestandteil deines regulären Lebens, oder? Ja. Ja, auf jeden Fall. Also am Anfang war es noch schlimmer, weil ich da halt eben hier niemanden hatte. Das heißt, ich war zu Hause, wusste nicht, was ich machen soll. Okay, lese ich mal die Drehbücher für die nächsten 3 Wochen. Dann gehe ich zur Arbeit, komme wieder zurück, lasse ein bisschen so Revue passieren. Dann lese ich irgendwie weiter Drehbücher. Und am Anfang war es wirklich heftig. Jetzt ist immer noch der Job mein Mittelpunkt irgendwie, aber
habe da, glaube ich, mittlerweile eine gute Balance gefunden. Ja, mittlerweile machst du ja auch YouTube. Genau. Sehr erfolgreich. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Dankeschön. Und ihr scheint eine Menge Spaß zu haben. Es ist geil. Ich hatte dich aber, geil. Ich glaube, das war, bevor ihr euren Kanal aufgemacht habt, warst du schon woanders und ihr habt euch dein Bewerbungsvideo bei Berlin Tag und Nacht angeschaut. Ja, das war fantastisch. Ganz großes Kino. Ja, oder? Es war, oh Gott, dieses Bewerbungsvideo, es war... Auch deine Gesichtsfarbe nimmt direkt wieder die Färbung an. Oh Gott, ja. Und das es kommt so viel zusammen. Also so wie ich da aussah, dann irgendwie... Aber du sahst da super aus. Dankeschön. Das, was du als Problem hattest, war, du hast gesagt, deine Augenbrauen waren unterschiedlich. Ja, es war irgendwie... Ich hatte ein Samsung, was weiß ich was so, damit und, haben wir das gefilmt. Und Samsung ist dafür bekannt, dass wirklich die Augenbrauen sich ein Stück auseinandergebracht werden. Nee, es war irgendwie, ich weiß nicht, was es war, aber irgendwie... Aber das Krasseste war, dass, also du sitzt, guckst dir das an und sagst so, oh Gott, guck mal, ich bin da völlig anders. Das ist 6 Monate her. wie hieß die neben dir, die Dame? Angela. Genau, und Angela hat gesagt, oh Gott, dein Video ist voll gut, warte mal, bis meins kommt. Ja. Und das Schöne ist, das könnt ihr euch natürlich auch angucken. Es ist wirklich gelungen, du schämst dich in Grund und Boden. Warum eigentlich? Ich weiß nicht, irgendwie... Jetzt so irgendwie, wenn ich jetzt irgendwie Fernsehszenen von vor 4 Monaten sehe oder so, dann überhaupt nicht so. Dann, also dann schäme ich mich zumindest nicht dafür. Ist ja auch nicht mit dem Samsung gedreht. Ne? Genau, zum Glück. aber da, ich weiß es nicht, was es da war, aber irgendwie, ich kann es dir nicht sagen. Irgendwas war komisch. Erzähl mir mal von dem Tag, als du gesagt hast, so jetzt nehme ich dieses Video auf. Und wie hast du dich vorbereitet? Weil jeder Mensch... guckt ja normalerweise sein Video danach an. Du offensichtlich nicht. Ja. Also als ich es mir dann angeguckt habe, war es wirklich, ich fand, es war gut. Und großes Problem war auch, meine Ex-Freundin hat das aufgenommen, das Video. Die war zu dem Zeitpunkt schon meine Ex-Freundin. Und da wollte ich halt auch einfach ganz schnell aus der Situation irgendwie rauskommen. Und habe ich gesagt, nehme ich. Super, komm, danke, okay, ciao. Ja, genau. Aber wie kamst du überhaupt auf die Idee, dich da zu bewerben? Das gibt dir so viel. Ja, guck mal, mit einem abgebrochenen Studium kannst du überall in Fernsehdeutschland anfangen. Ja, es gab einen Abend, da habe ich mich wirklich irgendwie dazu entschieden, einfach mal wirklich zu überlegen, was mein großer Traum ist. Das war Felix Lobrecht, der hat auch in Marburg Jura studiert, nicht Jura studiert, irgendwas anderes studiert. Der hatte einen Auftritt in Marburg, ganz klein und... ja, dann wurde ich irgendwie in der Show irgendwie so ein Running Gag, habe irgendwie ständig Bier geholt für den und was weiß ich was. Nach der Show haben wir dann noch ein bisschen Zeit mit dem verbracht und da habe ich es erstmal gesehen, wie jemand aussieht, der wirklich einfach happy ist, so, der wirklich seinen Traum lebt. Und das hat mir so viel Spirit irgendwie gegeben, dass ich 2 Tage später oder direkt am nächsten Tag dann gesucht habe, nach einer Woche dann BTN gefunden habe und dann ging alles ganz schnell. Wonach hast du gesucht? Zuerst nach Castings, ganz normalen Castings für alles Mögliche. Und dann wurde mir Köln angezeigt, also Köln 50667, dass sie da eine Rolle gesucht haben. Dann habe ich mich da beworben, dann zum Casting nach Köln und dann hat Berlin Tag und Nacht angerufen. Nach dem Casting? Genau, nach dem Casting. Zwischen Casting und Anruf liegt wie viel Zeit? 2 Monate. 2 Monate? 2 schreckliche Monate. Was hast du in diesen 2 schrecklichen Monaten gemacht? Gekellnert, ja. Ich habe mit 16 angefangen zu kellnern und habe irgendwie nebenbei ständig gekellnert, ob jetzt Abi, Studium, was auch immer. Da habe ich dann wirklich nur die ganze Zeit gekellnert und dann auf der Arbeit habe ich dann quasi den Anruf bekommen, yo, du hast die Rolle. Und dann bin ich wirklich... Dann habe ich 5 Gläser zerschmissen. Kein Scheiß, wie in so einem Film, einfach Schürze abgemacht, runter zum Chef, ich kündige und rausgegangen. Und er hat gesagt, du hast vor 10 Minuten angefangen, komm zurück. Ja. Oder warst du zum Feierabend? Ja, nee, es war zum Glück zum Feierabend. Sonst hätte ich bestimmt noch Probleme bekommen. Und was hast du deinen Eltern gesagt? Das war ein längeres Gespräch auf jeden Fall, ja. Also das ging ja los bestimmt mit Kent. Habt ihr schon mal von Berlin Tag und Nacht gehört? Mm. Und hatten sie? Nee, die haben das alles so ein bisschen mitbekommen, aber zu einem Zeitpunkt war ich irgendwie, ich habe die immer alle 2 Wochen angerufen und denen von irgendeiner neuen, coolen Idee erzählt, die ich gerade habe oder so. Und bin dann halt nie hinter irgendwas wirklich hergegangen, so. Und daher haben die es halt auch so ein bisschen belächelt, bis ich denen dann halt so den Vertrag gezeigt habe und gesagt habe, so, jetzt geht's los. Und ich weiß nicht mehr, ich glaube, Papa war eher begeistert als Mama. Meine Mutter hat mir, also weil die hat da aber auch wirklich, nachdem ich das Studium abgebrochen habe, wirklich irgendwie, ich
was, ich glaube 4 Monate oder so, hat die wirklich auf mich eingeredet, so jetzt mach doch mal Förderschullehramt, das ist doch was für dich, da verdienst du auch was besser. Wäre es was für dich gewesen? Ich glaube ja. Also ich glaube als Notlösung ja, ich wäre nicht so happy wie jetzt, aber es wäre auf jeden Fall, also ich hätte ein schönes Leben, glaube ich, gehabt. Also dann, es wäre auf jeden Fall ein entspanntes Studium gewesen. Entspannter als Jura. Vielleicht sogar spannender. Ja, es gibt natürlich Leute, für die ist Jura die Erfüllung. Das ist ja auch gut so, aber für dich war es das halt nicht. Ja. Und der erste Drehtag, das erste Mal ankommen in Berlin, kanntest du denn überhaupt die anderen Rollen? Gab es die da schon? Wie war das? Oder war das völlig neu kreiert? Nee, ich kannte die halt nicht. Hast du schon mal vorher geguckt? Ja, ich habe mir natürlich, bevor ich den ersten Drehtag habe, ich mir schon ein bisschen was angeguckt. Ja, davor auch? Nee. Nie? Nee, also doch. Also als es rausgekommen ist, bis ich 15 war, glaube ich, oder so. Ich glaube, mit 13 kam es raus oder so. Dann, bis ich 15 war, habe ich es geguckt. Und dann habe ich es irgendwie dann verloren, so mit der Zeit. Genau. Und dann, aber ist jetzt alles gut. Jetzt gibt es ja durch deine Eltern 2 neue Zuschauer, die regelmäßig reingucken. Genau, richtig. Gibt es denn Szenen, bei denen du gedacht hast, oh, wäre nicht schlimm, wenn meine Eltern die nicht sehen? Ja, auf jeden. Das war so eine Szene, da war ich bei dem Matrix-Loft, da wo auch Miller und Janis und so leben. Stand ich auf der Dachterrasse. Oh Gott. vor mir, also für mich war es echt so vor mir, ich glaube 25, 30 Komparsen. Dann, keine Ahnung, auf jeden Fall ordentlich Darsteller, dann natürlich das ganze Kamerateam und. Und ich musste einen Helikopter machen. Erklär doch bitte, was ein Helikopter ist. Ein Helikopter ist folgendes. Man zieht sich die Hose runter und dann schwingt man. Ja, genau. Dann macht man kreisende Bewegungen und das musste ich machen. Ich hatte natürlich dann so Nacktwäsche und so drunter, aber es musste ein Shot von meinem Hintern gemacht werden. Und da habe ich dann halt einfach nur eine Socke bekommen. Und das war auf jeden Fall, also ich weiß nicht, ob es meine Eltern gesehen haben. Wenn ja, es tut mir leid, Mama und Papa. Es war auf jeden Fall der schönste Drehtag meines Lebens. Nee, ohne Witz, ey. Danach hatte ich echt kein Schamgefühl mehr vor der Kamera. Meinst du, das ist ein guter Satz? Aber wirklich, danach, also keine Ahnung, alles, was danach gekommen ist, war, ja, hab schon mal einen Helikopter gemacht vor der Kamera. Das ist mir egal. Hättest du das erwartet, dass es so weitläufig abgefahren wird? Weil deine Rollenbeschreibung ist ja eher... Du kennst meine Rollenbeschreibung. Du hast sie mal verraten. Ach Quatsch. Du solltest dich mal irgendwo in 3 Adjektiven deine Rolle beschreiben. Und da ist schwer vorzustellen, dass der 4. Punkt gewesen wäre, ich mache auch mal einen Helikopter. Ja, also ich weiß natürlich, also wie gesagt, ich habe mir dann, als ich dann den Vertrag vorgelegt bekommen habe, habe ich mir dann natürlich das alles mal genauer angeguckt, genau überlegt. Und da ist ja klar, dass man so etwas halt irgendwie macht. Das gehört dazu, eine Daily Soap dazu. Jetzt explizit, explizit Helikopter natürlich nicht. Ich habe das aber nie bei GZS denn schon der Liebe gesehen. Kommt bestimmt noch. Und also dadurch war mir schon klar, dass ich irgendwann mal sowas in der Art machen werde. So. Aber ja. Aber ihr dreht auch ziemlich abgefahrenen Scheiß. Sowieso ist Berlin Tag und Nacht wird gerne mal unterschätzt, was die Storylines angeht. Ja. Bei euch ist ein Mädel mit einer Knarre in der Schule rumgerannt. Das war. Erzähl mir bitte mal, wie kam die Idee, was ist da passiert und was hast du gedacht, als du das erste Mal gelesen hast? Das war das Finale der Nazi-Story. Generell überhaupt eine Nazi-Story bei Berlin Tag und Nacht, ist krass. Ja, auf jeden Fall. Es ging, glaube ich, darum, dass eine so langsam in die rechte Szene abgedriftet ist. Genau, so langsam, dann durch den Tod der Mutter wurde sie dann irgendwie, musste sie zu ihrem Bruder, der schon wirklich tief in der rechten Szene drin war. Und ist irgendwie so immer mehr mit reingesogen worden und da waren halt unsere Charaktere, also ein Dean, der war, ja, eher, also er war so, er war ja, ist ja der Einzige, der wirklich davon betroffen war, quasi von ihrem Hass, weil er halt eben Ausländer ist. Und Toni war so, sie wollte ihr die ganze Zeit helfen und wollte irgendwie für sie da sein. Connor, also, ja, ich mich da beschreiben, war halt eher so, ist erschreckend, wenn man sowas sieht, irgendwie auch für einen Connor zum ersten Mal. Und das war dann quasi der Höhepunkt der Story, dass sie dann Rache an Toni ausüben wollte, indem sie sie in der Schule umbringt, quasi einen Amoklauf macht, aber wirklich nur Toni im Visier hat. Und das waren auf jeden Fall die heftigsten, ich glaube, 3 Drehtage, die ich bis jetzt da hatte.
Also auf jeden Fall, du und Dean, ihr habt, also du, deine Rolle, du und Adonis, ihr habt halt da gesessen und ihr habt irgendwie Schreie gehört, jemand, die vermisst, sie hat eine Waffe, sie hat eine Waffe. Und dann habt ihr recht schnell geschalten, wer ist wo sein, und seid hochgerannt und parallel waren dann die beiden Mädels in diesem Raum, beziehungsweise die mit der Waffe hat dann alle rausgeschickt. Dann ging noch die Lehrerin auf sie zu, hat sich vorher hingestellt, gesagt, mach das nicht, hör auf. Hat gesagt, ah, du bist die Nächste oder die Erste und bam, hat sie rausgeschmissen. Ja. Krass, aber das hast du ja gedacht. Ja, Amoklauf gefühlt. Das war, also, wenn ich sowas lese, dann freue ich mich im Endeffekt einfach nur. Weil ich weiß, okay, das wird richtig, richtig Bock machen zu spielen. Tolle Herausforderung. Ja. Plus, es ist ein geiles Statement, was du abgibst irgendwie mit bei einer Soap mit so einer Reichweite wie BTN. Dann so ein Statement abzugeben, ist halt auch geil. Und im Endeffekt habe ich mich einfach sehr gefreut. Aber natürlich habe ich mich auch gefragt, okay, was werden wir jetzt da so von Komparsen, von Requisiten her alles organisieren können? Und im Endeffekt war es wirklich ein fettes Aufgebot, was wir da hatten. Ihr hattet einen SEK-Wagen, ne? Ein SEK-Wagen, 3 Krankenwagen, 2 Polizeiwagen. Es war heftig, wirklich. Krass. Es war richtig abgefahren. Boah. Ja. Und wie bereitest du dich auf sowas vor? Könnte ich dich fragen, will ich aber gar nicht wissen. Wie werdet ihr denn gebrieft bei solchen Szenen? Gebrieft. Ja, vorher absprechen ja die Regisseure mal mit euch und wie ihr was macht, eure Realisatoren. Ja. Habt ihr da viel mit eingeworfen oder habt ihr einfach gehört, was da empfohlen wurde? Im Endeffekt bieten wir erstmal selber an und dann entscheidet Realisator oder Regisseur, ob er das halt so nehmen will. Und wenn es dann halt irgendwie Veränderungsvorschläge gibt, dann sagt er die uns direkt am Set. Aber wir hatten jetzt nicht vorher, also uns wurde vorher die Story erklärt. Wurde dann irgendwie gefragt, ob wir irgendwelche Einwände haben, ob wir irgendwelche Wünsche haben, wie in welche Richtung oder wie eine bestimmte Szene verlaufen soll, wenn wir mit einer Szene Probleme haben. Und da gab es aber nichts. Also die war wirklich einfach auch verdammt gut geschrieben. Und gruselig. Zusammen mit Katharina Koch hast du ja diesen Wahnsinns-YouTube-Channel. Coco. Coco. Wahrscheinlich wegen Jakob und Katharina Koch. Nein, tatsächlich nicht. Coco, weil... Wir haben wirklich, also der ist lange, lange, lange in Planung. Wir sind da jetzt seit... 26 Jahre. Ja, genau. Nee, aber wirklich echt so seit fünf, sechs Monaten oder so sind wir im Überlegen. Haben aber ehrlicherweise auch unseren Arsch einfach nicht wirklich hochbekommen. So, es hätte alles schneller gehen können. Und mit dem Namen haben wir wirklich lange überlegt. Dann haben wir so überlegt, okay, grün Kock, grün Schwanz, grüner Schwanz. Heißt auf Esperanto. YouTube-Richtlinie. Ja, genau. Heißt auf Esperanto, Coco Verde, Verde rausgenommen, Coco. Im Endeffekt Schwanz auf Esperanto. Aber es ist irgendwie, weißt du, Coco. Und so macht man gute YouTube-Namen. Richtig. Und ihr habt es euch richtig hart gegeben. Ihr habt einen Lügendetektor euch geholt, der Stromschläge gibt. Und du hast die drei Sachen aufgezählt, von denen du richtig Schiss hast im Leben. Welche drei sind das? Das sind Mäuse, das sind Tauben und Stromschläge. Tauben? Ich hasse Tauben, wirklich ohne Scheiß. Und das ist in Berlin natürlich der Horror. Wenn ich durch den Alex laufe, wenn ich am Kotti lang laufe und irgendwie eine Taube an mir vorbeifliegt, halte ich die Luft an, bis ich die Taube 5 Sekunden nicht mehr sehe. Weil ich will das nicht einatmen. Ich weiß nicht warum. Ich habe keine Ahnung, was mir irgendwie mal passiert ist, dass ich so auf Tauben reagiere. Aber das ist wahrscheinlich zu oft mit Leuten gehangen, die gesagt haben, Tauben, das sind die Ratten der Lüfte. Ja, genau, wahrscheinlich. Und Peter Fox hat es ja auch gesungen, ne? Dreht auf einen Typen, der zwischen toten Tauben pennt. Ja. Das war's. Ja. Peter Fox und diese Leute haben dich dahin geprügelt. Vermutlich. Also Tauben und Mäuse. Aber du hast schon mal erweitert Mäuse und Ratten. Ja, genau. Ja, toll. Aber auch Mäuse. Und dann kommst du... nach Berlin. Wir haben da richtig viel vor. Geil, oder? Warst du mal in Friedrichstraße in der S-Bahn-Station oder U-Bahn? Alter, ich habe die Dinger wie die Friedrichstadt-Mäuse genannt. Ja, ja, bei mir aber auch in Schöneberg. Alter, das ist... Und Stromschläge. Das wusste aber wahrscheinlich einer von euch beiden. Und trotzdem habt ihr euch dafür entschieden. Ja. Warum? Ja. Ganz ehrlich, da haben wir einfach nicht so lange drüber nachgedacht. Ich habe das Ding auf Amazon gesehen. Und dann ist mir direkt die Idee gekommen, okay, damit könnte man dann das, das, das und das machen. Hab Katha angerufen, hast du Bock drauf? Ja, zack, bestellt. Du und Stromschläge? Na klar. Und das Geile war, ihr legt los, es kommt eine Frage, du lügst nicht mal und kriegst einen Stromschlag. Ja, 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 das ist halt eben 20 Euro Lügendetektor. Gibt's den noch? Hast du den noch? Ich hab den noch, ja, da wird auf jeden Fall bestimmt noch was mit passieren. Gehe ich auch von aus. Ja. So, wenn dann so, oh, noch eine Runde, noch eine Runde, noch eine Runde. Ja. Instagram, kurze Umfrage, wer möchte? 50.000% sagen ja. Genau. Das wird großartig. Ich habe eine Szene gesehen, die ist noch nicht lange her, mit dir. Adonis war mit drin und Katha, glaube ich.
Und du bist eigentlich nur im Hintergrund. Mhm. Und er erzählt vorne die ganze Zeit mit seinem Vater und wie anstrengend das alles ist und dies, das, Ananas. Mhm. Und du bist im Hintergrund mit einem Apfel. Mhm. Weißt du schon, welche Szene ich meine? Klar, der Zauberapfel. Genau. Ja. Und du stichst die ganze Zeit in diesen Apfel und ich gucke und denke, was macht er denn da? Ja. Ich denke so, okay, na gut. So viele Leute achten nicht auf den Hintergrund. Also ja. Wenn Ben Emstedt zum Beispiel irgendwo im Hintergrund ist, der macht auch immer irgendwie lustige Faxen. Ja. Der guckt auch immer noch mal, ey, bin ich gut zu sehen? Ja. Und du tötest da diesen Apfel. Und ich denke so, okay, mal sehen, was jetzt passiert. Und dann lehnst du dich irgendwann vor und gibst Dean, also Adonis, ja. diesen Apfel und sagst, für dich. Ja. Und er guckt so an, was soll ich denn jetzt damit? Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ein Zauberapfel ist. Ja. Den macht man dann so auf und dann ist wirklich zack, 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 zack. Ja. Der ist halt dann so ja. gezackt. Ja, also Realisator hat irgendwie gesagt, ja, guck mal, dass du irgendwie Dean auch ein bisschen tröstest oder so. Ein bisschen Gefühl zeigst. Und da hast du gesagt, da gibt's nur eins. Ja, ich weiß noch, wie meine Oma mich damals getröstet hat. Zauberapfel. Echt? Ja. Aber du hast von meiner Oma gelernt. Du hast aber einen für ihn gemacht und für Kader. Wann ja. hast du denn die beiden gemacht? Oder war einer vorbereitet? Einer war natürlich vorbereitet, klar. Ich wusste es. Ja, ja. Weil nach dem ersten Take hat sich Cutter beschwert, ja, bei mir machst du sowas nie. Und dann, meinetwegen, okay, komm. Geil. Und das habt ihr ja am Stück gedreht. Das heißt, ihr konntet nicht irgendwo ansetzen. Nein. Du musstest nochmal komplett durch das alles anhören, hoffen, dass keiner den Text verkackt und dann Vollgas. Genau. Weißt du, was ein Scene-Stealer ist? Ja, wahrscheinlich. Einer, der im Hintergrund steht und dann eine Szene klaut. Ganz genau. Ja. Jim Carrey, immer wenn der nicht in der Hauptrolle war, hat man gesagt, der ist ein Scene-Stealer. Ja. Der muss nur im Hintergrund stehen, gibt dem Einsatz. Dem gehört die Szene. Ja. Ich habe diese Szene gesehen. Und du spielst keine Rolle in dieser Szene. Ja. Du bist wirklich nur da. Ich bin einfach nur anwesend. Und die vorne geben sich natürlich volle Mühe, es war auch super. Ja. Und du lehnst dich immer nach vorne, smilest, gibst diesen Apfel. Und dir gehört diese ganze Szene. Und als er sich dann freut, lehnst du dich auch noch zur Karte und gibst dir auch noch einen Apfel. Ja. Perfekt. So ein Spaß. Ja. Aber es ist abgefahren, dass du halt ganz entspannte Parts hast und dann halt auch sowas Krasses wie mit diesem, ja, mit dieser Pistolennummer. Ja, ich könnte aber auch nicht anders. Also es ist tatsächlich so, ich bin besser drauf, wenn ich irgendwie wirklich eine Rolle zu spielen habe und nicht nur im Hintergrund rumstehe. Aber ich brauch's auch einfach mal für einen Monat oder so, einfach mal ein bisschen im Hintergrund zu sein und nicht die ganze Zeit, jeden Tag irgendwie vor der Kamera weinen, jeden Tag schreien. Und so weiter. Das frisst dann halt auch irgendwann ein bisschen auf. Das nagt dann auch an dir. Und deswegen war ich, oder bin ich über diese Zeit auch sehr froh gewesen. Hättest du denn gedacht, dass du das überhaupt kannst? Berlin Tag und Nacht, vor der Kamera? Das? Ganz ehrlich, ich wusste es nicht. Ja. Ich wusste es nicht. Ja. Aber es hat irgendwie dann doch geklappt. Und, aber hat irgendwann mal einer vorher gesagt, du bist der Richtige für sowas? Oder war es das nur du? Nee, nur ich. Sehr gut. Ja. Bin sehr stolz auf dich. Dankeschön. Ich freue mich immer, wenn Leute ihren Träumen folgen und dann noch so belohnt werden. Ja. Ich denke, einen großen Anteil daran, dass es halt von Anfang an irgendwie geklappt hat, ist der Coach, den wir halt irgendwie am Set auch immer haben. Und der, es war halt irgendwie, als ich nach Berlin kam, bis zu meinem ersten Drehtag, war ein Monat Vorlauf. Und dann habe ich super oft mit ihm zusammen geübt. Und dadurch war ich dann halt irgendwie auch schon so ein bisschen nicht vorbereitet. Also ich stand dann halt trotzdem auch bei den Proben und so, also nicht bei den Proben, aber bei diesen ganzen Terminen mit dem Coach stand ich dann halt nicht vor der Kamera, aber ich war trotzdem schon vorbereitet. Dadurch bin ich dann halt auch so ein bisschen entspannt an die Sache rangegangen, weil ich schon gemerkt habe, okay, scheinbar kann ich es doch irgendwie so ein bisschen. Auf rtl2.de gibt es ja für jeden Charakter so eine Beschreibung, und bei dir steht, seitdem Connor Tony kennengelernt hat, ist er unglaublich in sie verliebt. Doch seine Angst vor Sex hinderte ihn lange Zeit daran, mit Tony mehr als nur eine Freundschaft aufzubauen. Die legendäre Sex-Story. Was ist das? Was war das? Ja, Connor hat halt irgendwie sein erstes Mal verkackt. Also ist jedem wahrscheinlich schon mal passieren, irgendwann dann halt einfach mal so halt dann in der Mitte schlaff geworden. Nur, dass dann halt eben das Mädel, mit dem er halt sein erstes Mal hatte, ihn ausgelacht hat. Und dann am nächsten Tag das in der ganzen Schule rum erzählt hat und. Und dadurch hat Connor ein Riesentrauma vor Sex gehabt. Riesengroßes. Und deswegen gab es dieses ganze Hin und Her zwischen Connor und Toni für die Monate, bis es dann irgendwann gefunkt hat. Dann halt, wie es halt in der Soap ist, natürlich, ja, okay, jetzt sage ich ihr die Wahrheit, aber jetzt will ich doch nicht mehr. Und dann irgendwann treffen sich dann die zwei. Genau, und jetzt Friede, Freude, Eierkuchen. Warst du cool mit dieser Storyline? Ja. Ja? Ja, auf jeden Fall. Also kamen viele Leute und haben gesagt, du... Also es kamen tatsächlich überraschend viele Leute zu mir und haben gesagt, scheiße, ey, Dicker, ich habe genau das gleiche Problem. Hm.
So, und das fand ich wirklich überraschend. Also so, weil ich habe es halt gelesen und ich hatte damit, also ich hatte jetzt noch nie so ein Problem damit. Ich kenne auch niemanden, der wirklich ein Problem damit hat. Aber es ist dann überraschend, wie viele Leute scheinbar doch mit sowas ein Problem haben. Ja. Ja, und daher war ich im Nachhinein dann umso froher, dass ich die Story hatte. Und das ist halt gut, ne, wenn solche Sachen eben auch mal im Fernsehen thematisiert werden, ja, dass Leute sagen, ah, ja, ne, das ist ja nicht mehr so. Ich hatte da auch am Anfang gar kein Gefühl für, aber wie oft ich einfach irgendwie geschrieben bekomme, yo, mir geht's total ähnlich wie dir und irgendwie kannst du mir da ein bisschen helfen. Und das ist abgefahren. Also wie oft man da irgendwie so einen wunden Punkt von Menschen trifft, ohne dass man es irgendwie vorher vielleicht denkt. Die Macht von Fernsehen. Ja. Jakob, dann vielen lieben Dank, dass du zu Gast warst. Dankeschön. Ich hoffe, du kommst wieder. Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Du hast jetzt noch eine unglaubliche Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber schon immer mal sagen wolltest. Ich bin sehr gespannt, was das gleich sein wird. Für euch gilt, die Welt ist ein wundervoller Ort. Bitte sorgt dafür, dass es so bleibt. Bis morgen. Leute, denkt dran, seid lieb zueinander. Stay in love. Peace.